Herzlich willkommen zum THC Talk, heute mit Fine Huber. Fine, heute das European League Spiel Thüringer HC gegen Dunera Breila. Der THC hat mit 32-28 gewonnen. War es der erwartete Sieg, den ihr euch vorgenommen hattet? Also wenn uns das jemand mit den Ausfällen, die wir haben, mit den Leistungsträgern Annika Lott und Sonja Frei vorm Spiel erzählt hätte, dann hätten wir es, glaube ich, nicht glauben können. Wir sind einfach super glücklich. Das war heute eine mannschaftliche Leistung mit Johanna Reichert, die man heute hervorheben muss, und auch eine überragende Tina Eckele im Tor mit einer starken Abwehr. Und wir sind einfach überglücklich. Also wir hätten es nicht besser machen können heute. Also die erste Halbzeit ist ja wirklich richtig gut gelaufen. Also wir haben ja gesehen, eure Abwehr stand ja wirklich wie Beton angemischt, auf Deutsch gesagt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und wenn man überlegt, Dina Eckele hatte ja streckenweise mal 67% Quote. Also das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, also was Dina heute wieder geleistet hat, auch im Spiel gegen Zagreb, das ist beeindruckend. Sie ist immer in der richtigen Ecke gewesen und das gibt uns, der Abwehr, natürlich einen enormen Rückhalt. Und dann stehen wir auch besser und können schneller nach vorne spielen und einfachere Tore machen. Und genau wenn so Spielerinnen, die qualitativ für uns wichtig sind, wie Annika Lott und Sonja Frei fehlen, ist es total wichtig, dass wir einfache, schnelle Tore machen. Und das ist uns heute gut gelungen, die zwei zu kompensieren. Man hat gemerkt, die Abwehr steht. Im Angriff gab es immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten, wo es nicht funktioniert hat. Wie Stocki hat ja immer so ein bisschen ihre Probleme gehabt. Heute hat sie ja so ein bisschen ihre Wurflaute, die sie jetzt die letzten Spiele hatte, überwunden. Und wie du schon gesagt hast, Johanna hat natürlich ein grandioses Spiel gemacht von der Sache her. Ja, also Johanna Reichert hat halt ein super Spiel gehabt. Ich glaube, die hat fast keinen Fehlwurf gehabt, außer einen. Und auch unsere Außen, Johanna Stockschläger und Nathalie Henrichs, haben halt ein super Spiel gemacht, wie ich finde, mit Tempo nach vorne. Und jeder darf mal den liegen lassen, den haben wir Kreisläufer heute auch liegen lassen, aber dafür holen wir uns den Ball dann wieder hinten. Also das ist total menschlich und heute war es wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung vorneweg mit Johanna Reichert und Dina Eckele, genau. Wir haben jetzt 4 Punkte, führen die Tabelle wieder an. Cambrai hat gegen Zagreb mit 2 Toren nur gewonnen, also in dieser Gruppe scheint alles möglich zu sein. Ja, auf jeden Fall, in dieser Gruppe ist alles möglich. Wir fahren jetzt, das nächste Spiel spielen wir außer den Cambrai, da ist genau. Das Ziel. Wieder 2 Punkte zu holen, aber es wird unglaublich schwer und ich hoffe, dass bis dahin Annika Lott oder Sonja Frei auch wieder fit sind, damit wir ein bisschen Verstärkung haben und vielleicht dann hinten raus auch mehr wechseln können, weil man hat schon gemerkt, dass wir zweite Halbzeit ein bisschen einen Einbruch bekommen haben, weil wir dann auch ein bisschen müder waren und nicht mehr so konzentriert. Es war ja auch ein sehr hohes Tempo in dem Spiel, ist auch menschlich gesehen absolut top. Also wir müssen sehen, dass wir unsere Punkte zu Hause holen. Genau. Und eventuell vielleicht in Cambrai nochmal 2 Punkte holen und dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Fine, ich wünsche euch viel Erfolg, eine gute Regeneration. Danke. Bis Mittwoch. Danke, und dann Falk. Wieder gegen Solingen. Dankeschön. Ja, danke.